Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei dem Eta. Ich hab Angst vor ihm. Vor mir? Nee. Ja, nur weil ich gute Laune habe, Junge. Vom Weihnachtsmann sollte auch Angst haben, weil er ist dick und... Pädophil. Kommt an Weihnachten zu den kleinen Kindern. Kommt an Weihnachten. Okay. Er kommt an Weihnachten. You understand? Red ich da jetzt noch auf? Ja, ich meinte schon das, was du eben meintest, also. Ich meinte was ganz anderes. Lol. Ja. Ach, Fips, du bist versaut. Nein. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Nein, nein, bin ich nicht. Nein, 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 nein. Sieh's einfach ein. Das war nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich jetzt zu viel. Ich mache mal wieder Hitler nah, das ist wieder gar nicht gut. Meine Mama hat gesagt, ich soll das nicht machen. Aber nein. Du hast eine Mutter? Stell dir vor. Was ist das, Alter? Sowas gibt's ja gar nicht. Ja, irgendwer hat dieses Scheißbalk auch in die Welt gesetzt. Ja. Heute ist sie nicht sonderlich dankbar drüber, sage ich mal so. Aber das kann man sich ja denken. Klingt überzeugend. Warum gehen die Spitzhacken immer so? Auch wenn du nicht zuschaust, Mann. Mama, ich hab dich lieb. Nein! Also nein! Er ist schon wieder tot. Ich glaub's nicht. Bitte, sei da! Bitte, sei da! Wasser! 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 Oh nein! Alter. Oh, so eine Scheiße. Ah! Ich glaub, du bist für dieses Spiel nicht gemacht. Bin ich auch nicht. Ah, ich muss mal da runter. Weil. Ich brauch dringend eine eigene Wohnung. Und dort ist es ja nicht dabei, ne? Ja, das hol ich jetzt wieder. Wenn die Welt laden würde. Warte, ich reconnecte mal. Ach ja, ach ja, ach ja. Alter, wie heißt denn die Folge jetzt so? Total austicken? A.K.A. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Oder weiß ich das? Nein, du weißt es nicht. Ach du Scheiße. Ja, Junge. Entschuldigung, ich lasse das mit dem Junge. Eventuell später. Ja. Oder wenn es dich nicht stört, mach ich so weiter. So. Also stört ihn nicht. Doch. Ein bisschen. Ich finde das nicht. Ich finde das nicht, Junge. Ich fand das nascht. Ja, weil da. Nicht Zanit. Das war 12 Zanit, 12 Stück. Das war 12. Wieso verliere ich das denn immer? Was ist denn bloß los mit mir? Weil immer wenn du was Wertvolles findest, machst du es kaputt. Ja, aber warum? Das liegt in deiner Tattoo. Das waren wieder 12 Zanit, weißt du, das war so wie letztes Mal, da waren sogar 24 und ich sterb einfach und fall irgendwo runter. Das war meine Rüstung, ja? Es war meine Rüstung. Meine Rüstung, ich hab noch nicht mal eine. Natürlich hattest du eine. Nein! Doch. Ich hatte schon zwei, aber egal. Schön. Einfach nur schön. Mann! Sowas treibt einen auf die Palme. Auf die Palme? Ja. Wir haben gar keine Party. Warte, Moment. Ey, Social Ach, Party. Du machst das schon. Ich bin noch in einer drin. Please, invite mich mal dann. So, ja. Ja. Notifications. Ja. Accept. Boah. Okay. Gerade als du akzeptiert hast, schlug ein Blitz hinter mir ein. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin halt so ein... Ich bin tot. Stürmischer Typ. Nicht tot? Du bist gleich tot, wenn ich komme. Erscheine. Hier ist blaues Feuer. Kann man das ausmachen? Nein, lauf nicht in das blaue Feuer rein. Dann stürzt dein Klient immediately ab. Ich glaube, das heißt so in Englisch. Immediately? Sofort. Diddly. Lauf mal in das blaue Feuer rein. Los, tu's. Nein, ich hab's schon ausgemacht. Schade. Ja. Normalerweise stürzt dein Klient sofort ab. So. Leck mir doch die Instant! Alter, war das knapp. Nudeln. Was? Was? Jetzt hast du mir Hunger gemacht. Instant Nudeln. Kennst du das, diese Packung da? Mit diesen. Ich kenn alle. Tassenportionen von Instant Nudeln. Ein Tassenportion? Ja, diesen. Wie du das beschreibst, Alter. Ja, ist. Du kennst das doch in diesen kleinen Packungen. Ich weiß nicht, was du meinst. Aha. Spinne! Okay, aua. Spinne! Warte, Screenshot. Spinne! Oh, wo ist sie hin? Wow, ich bin fast tot, ich muss hier weg.
Vielleicht hat die Spinne Instant-Nudel gegessen. Das kann gut sein. Nein, Skelett. Oh nein, Creeper. Oh nein, zweiter Creeper. Oh, leck mir die. Ich mache ja gerade eine kleine Ringe-Reihe mit. Oh, er ist explodiert. Oh, ein Zombie. Und ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Nein, ich bin tot. Hundertprozentig bin was? Ich tot. Was? Du stirbst jetzt nicht, Junge. Alter, komm, du hast 7 Herzen. Es wird ziemlich. 5. Nein, das sind 3. Ja, ich weiß. Es wird die Hälfte gezählt. Ich weiß. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Scheiße, scheiße. Geht doch nein, wieder hoch. Ich bin vergiftet. Nein, ich werde sterben. Nein, wenn du vergiftest, geht's nur bis auf ein Herz runter. Echt? Ja. Als ob. Ist so, Junge. Ach, stimmt, hast recht. Ich finde das geil. Gleich trifft mich so eine scheiß Blitzwolke und ich bin. Gleich trifft mich der Schlag hier, weißt du? Ich grab mich jetzt ein. Er gräbt sich jetzt ein, er gräbt sich ein. Oh mein Gott. Ich mach immer zu. Netherwarzen sind gewachsen. Hey, deine Warzen sind fertig. Einmal Warzen zu mitnehmen. Haben wir die Tränke eigentlich mitgenommen? Keine Ahnung, ein paar. Aber ein paar sind noch hier. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Guck mal, weil. Ich mach grad mal Tag. Weil. Oh, danke. Hier unten können wir sie wenigstens nicht verlieren. Sehr Ratatouille von dir. Ratatouille. Ach, der Kackvogel ist ja noch da. Du machst mich auch immer so Ratatouille. Aha. Kleine Frage. Bauen wir hier jetzt in der Nähe vom Portal oder bauen wir hier nicht? Nein, wir bleiben hier. Ja, aber das ist scheiße. Nein. Natürlich, wir finden uns doch nie zurecht. Natürlich. Ich habe jetzt schon alles fertig gebaut, Mann. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass meine Arbeit jetzt abgerissen wird. Mach ich ja nicht. Natürlich. So kommt mir das. Ich hasse dieses Spiel, Junge. Ich komme damit nicht klar. Oh, einfach nur schön. Scheiße. Wo sind überhaupt unsere ganzen Cocks hin? Die sind alle weg. Echt? Ja. Das waren 30 Stück oder? Ich weiß. Die können nicht alle weg sein. Ja. Die cheaten wir uns neu an. Nein, nein. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Nein. So nicht. Okay, warte. Krieg ich das hin? Wird er? Okay, 2 Herzen. Nein, wird er nicht. 2 Herzen, 2 Herzen. Aber schade. Ich kann ja sowieso, Jetzt bleibe ich hier und... Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Was machst du für eine Scheiße? Komm. Ich bin hier runtergefallen. Ich frag mich ja, wo du bist. Ich schwimme hier gerade. Hallo, ich mag gerade einen Freischwimmer. Ich sehe dich nicht. Achso, da. Hier, Freischwimmer, hallo. Oder Silbermedaille. Keine Ahnung. Hast du eigentlich ein Schwimmabzeichen? Ja. Ich glaube, heutzutage hat jeder ein Schwimmabzeichen, oder? Welches denn? Ich hab Freischwimmer. Den Freischwimmer. Ich glaube, sowas gab's bei uns nicht, Freischwimmer. Also in Hessen hier schon, aber bei uns gab's nur das Seepferdchen und... Das war toll. Er hängt immer noch mit seinem Seepferdchen. Oh, schön, Alter. Schön. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, ob ich überhaupt ein Schwimmabzeichen habe. Das wäre einfach nur göttlich. Ich weiß nicht mehr, ob das wichtig ist. Natürlich, wenn du irgendwo zu einem See, also zu so einem... Wenn ich zur See fahren Freibad will. Oder so. Schwimmen gehst, dann... Da fragen die das noch nicht ab, das ist doch kein... Wie so ein Personalausweis hier da was. Ja, haben sie ja Schwimmabzeichen dabei. Natürlich ist das so. Genau. Das ist genau so im Freibad. Hallo, warum kann ich nicht sprinten? Mir wurde damals eine Urkunde. Ja, wurde mir auch, aber du gehst ja nicht ins Freibad und nimmst deine Freischwimmer-Urkunde mit. Natürlich. Machst du das nicht? Nein. Oh Gott. Einfach um damit zu prahlen, weißt du? Und was hast du? Ich hab Freischwimmer. Ich hab Freischwimmer. Sexy. Alter, mir tun schon wieder die Mundwinkel so weh. Oh, wow. Das hatte ich gestern in der Schule. Ja, in der Schule hatte ich das auch öfters. Da, wir hatten nun mal so eine Lehrerin, weißt du, die war ein wenig korpulent. Schönes Wort. Naja, die hat sich aber auch alles gefallen lassen, die war selbst schuld. Was machst du überhaupt jetzt bei mir? Aua, nein! Ja, schon wieder runter. Ich krieg zu viel, Alter, warum spiele ich mit dir?
Ich muss mal was Produktives machen. Wir hätten nie auf diesen scheiß Berg ziehen sollen. Oder wir bauen uns jetzt in den Berg rein. Ich buddel mich jetzt in den Berg rein. Ja, mach das. Dann behalte ich das Haus hier. Oben! Oben! Wow! Was? So hoch war das doch. Ich weiß nicht mal, wo lang ich laufen muss. Ey, die Hühner sind... Die Lache war gerade irgendwie göttlich. Scheiße. Die Hühner sind trotzdem noch da. Ja, aber ein paar nur. Viel mehr. Vielleicht habe ich dir geschlachtet. Weißt du, was ich heute im Supermarkt erlebt habe? Was hast du denn im Supermarkt erlebt? Okay, eigentlich war es bei Lidl, aber ist ja egal. Ich war heute meinen Prinzipien untreu. Ich war nicht bei Edeka. Oh Gott. Ja. Ich habe keine Rechte mehr. Was? Ich habe keine Rechte mehr. Ich kann mich nicht zu dir bauen. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Danke. Ich habe heute erlebt und da waren die Kassiererin war auch so voll aggro, wo wir dann schon dran waren, aber vor uns waren, du kennst ja so Leute, die nur mit Kleingeld bezahlen und so einen Großeinkauf von 50 Euro, nur mit Kleingeld. Ach du Kacke. Und da waren so Leute, sie waren Arabier oder sowas, aber das hat ja jetzt nichts mit den Leuten zu tun. Jedenfalls, nein, das hätte ja jedem passieren können. Dahinter standen nämlich Deutsche, die haben dieselbe Aktion abgezogen. Das heißt zweimal, die hatten 50 Euro Familieneinkauf und haben das mit Kleingeld bezahlt. Zweimal. Und wir standen geschätzte 15 Minuten oder 20 Minuten in dieser Warteschlange. Und ich habe dann irgendwann so gesagt, ich hasse Menschen. ja, genau. Ja, das irgendwann war dann so der Punkt überschritten, wo man gesagt hat, nein, halt, stopp. Was machst du eigentlich noch in meinem Haus? Das ist dein Haus. Du hast doch gesagt, du willst in den Untergrund ziehen. Ich will deine Mama mal sehen. Nein, das Thema hatten wir ja abgehakt. Haben wir? Anton hat mir gesagt, wie hübsch seine Mutter in Wirklichkeit ist. Und das ist echt nicht schön. Doch, sie ist... Hallo, sie... Nein, okay. Ja. Yes. Kannst du mal hier ein paar... Was? Wo bist du? Kannst du mal ein paar Penisprothesen besorgen? Penisprothesen, hier hast du ganz viele. Ja. Das sind Eier. Ich meine hier das Weiße. Ich meine das Gelbe. Ambrosium. Das hört sich alles falsch an. Egal, was du tust. Ich besorge mal Ambrosium. Ja. Okay, danke schön. Und sonst so? Alles gut. Alles gut, dir? Ja. Alles fitti. MC fitti. Der war auch da, ne? Oh, der war geil. Ohne Scheiß, der Typ. Ich suchte seit ungefähr ein oder zwei Tagen, seit ungefähr einer Woche so ein Lied von dem, das heißt Fitti mit dem Bart. Und das ist... Was? Oh, das ist geil. Es ist ein... Geil. Scheiße geil. Ich kann nicht verstehen, warum man sich sowas antut. Fitti mit dem Bart, es ist Fitti. Fitti. Du magst MC Fitti nicht? Was ist denn bei dir kaputt? Was ist mit dir verkehrt, Junge? MC Fitti ist voll geil. Aber ohne Scheiß. Nein. Doch. Achso, ich glaube ja nicht an Gott. Ach doch, ich bin ja in der Kirche. Du bist in der Kirche? Ich bin in der Kirche. Schwachmat. War nicht meine eigene Entscheidung. Warum gründest du denn nicht deine eigene Kirche? Ach, haben wir schon. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber die wurden noch nicht anerkannt. Weißt du, dass es die eigentlich... Es gibt die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Da bin ich jetzt Mitglied. Gibt es wirklich. Ich kann dir die Internetseite zeigen. Das ist eine öffentlich anerkannte Kirche. Erzählst du mir gerade einen Lauch? Na, warum? Ich zeig dir die Internetseite. Ich poste sie sogar in die Beschreibung. Warum geht man durch blaue Wolken jetzt durch? Keine Ahnung. Hast du Shift gedrückt? Ja. Ja, dann ohne Shift springst du da drauf. Nee, ich will ja die Wolken abbauen. Ja, dann Shift. Dann, geht nicht. Ja, dann fließ ich durch. Ja, da kannst du nicht drauf stehen, da musst du dir was bauen. Muss ich mir was bauen? Ja. Jedenfalls, aufmerksam bin ich dadurch geworden, das habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, ja. Mhm. Und zwar war irgendwie, ich weiß nicht, wo der Herr war, irgendwie
Portugal oder Brasilien oder irgendwie sowas. War auf jeden Fall ein Regierungsmitglied und das hatte auf seinem Pass, also auf seinem Ausweis, hatte das Ludersieb auf dem Kopf. Das ist wohl das Markenzeichen von dieser Kirche. Ludersieb. Der hatte auf seinen. Ja, wirklich. Und du willst mich gerade verarschen. Ich zeig dir die Internetseite. Der hatte Ludersieb auf seinem Kopf, auf seinem Ausweis. Nein. Leute, den Rest der Geschichte, den gibt's in der nächsten Folge. Wir haben 15 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.